Also, es geht um Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Das ist das Buch, das ich lese. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen beim Sonnenbrand. Und jetzt sehe ich doch, wo ich mein Zeichen hingemacht habe. Beim Radier muss man ein bisschen vorsichtig sein, der Text geht weg. War anders als sonst. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, ist die Seitenzahl weg. So. Ist schon deutlich schwächer geworden. So. Das schaffe ich auf jeden Fall heute. Dann kann ich hier das nächste Zeichen reinmachen. Ist das so, wie ich das bisher gemacht habe? So, und es geht im Kapitel Hauthaare um den Sonnenbrand. Und ich bin angekommen bei den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen. Der geeignete Wirkstoff ist Hydrocortison. Der ist grün geeignet bei Entzündungen der Haut, wie beispielsweise Sonnenbrand zur zeitlich und örtlich begrenzten Anwendung, in Klammern nicht länger als 2 Wochen. Es geht aber in alphabetischer Reihenfolge vor. Es gibt aber 2 Wirkstoffgruppen, oder nicht, es sind keine Wirkstoffgruppen, es sind keine Wirkstoffkombinationen. Es geht in alphabetischer Reihenfolge und es fängt an mit Antihistaminika. Und die beiden Antihistaminika, die genannt werden und äußerlich angewendet werden, sind rot wenig geeignet. Ich lese vor. Antihistaminika in Klammern äußerlich. Chlorphenoxamin, rot, wenig geeignet bei Sonnenbrand, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist und der Wirkstoff Allergien auslösen kann. Vimetinden, rot, wenig geeignet bei Sonnenbrand, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist und der Wirkstoff Allergien auslösen kann. Das Gel hat einen kühlenden Effekt. Der erläuternde Text. Antihistaminika wirken nur in der Anfangsphase einer Entzündungsreaktion. Bis sich ein Sonnenbrand bemerkbar macht, ist diese jedoch bereits fortgeschritten. Der Einsatz der Antihistaminika kommt dann zu spät. Die Wirkstoffe dringen außerdem schlecht in die Haut ein und können leicht Allergien auslösen. Creme oder Gel besitzen allenfalls einen angenehmen Kühleffekt. Wichtig zu wissen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern unter 2 Jahren dürfen Sie die Arzneimittel nicht auf größeren Hautflächen anwenden, weil Ihre Haut im Vergleich zu Erwachsenen durchlässiger ist, auch für Arzneistoffe. Da die Präparate ohnehin als wenig geeignet erachtet werden, sollten Sie generell auf ihre Anwendung verzichten. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Während der ersten 3 Monate sollten Sie die Präparate nicht großflächig auftragen. Während der Stillzeit sollten Sie die Mittel nicht auf der Brust anwenden. Es geht weiter mit Hydrocortison äußerlich und das ist grün geeignet bei Entzündungen der Haut wie beispielsweise Sonnenbrand.